Mahlzeit miteinander. Ja, ich war mal wieder im Supermarkt, kann man das gar nicht nennen, meines Vertrauens, sondern eher im Getränkemarkt meines Vertrauens. Und zwar war ich in einem kleinen Getränkemarkt in der Getränkeoase in Dorfen. Und da habe ich auch ein typisches Dorfner Bier her. Und zwar vom Breitslow. Da habe ich ja schon, ich glaube, zwei Bier vorgestellt. Einmal das Kirterbier und einmal das Jubiläumsbier, soweit ich weiß. Diesmal habe ich mir ein dunkles ausgesucht von Breitslow. So schaut das Etikett aus. Gefällt mir relativ gut. Schlicht gehalten. Auch mit so einer klassischen verschnörkelten Schrift. Finde ich gut, gefällt mir. Breitslow, das ist eine Familienbrauerei seit 1928. Ja. Und ich denke mal, Familienbrauerei, ja, da ist relativ viel noch traditionell. Und ich glaube auch, dass das relativ gut schmecken wird. Ich bin ja bekanntlicher Fan vom dunklen Bier. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere jetzt das von Breitslau einmal aus. Ganz schön finde ich auch noch das Satzal, das da unten auf dem Etikett draufsteht. Da steht nämlich, der Breitslau rings um Äcker und Wiesen und Wälder, eine Lichtung im Wald, bei den Kelten ein heiliger Hain. Hier in dieser Einöd brauen wir unser Bier. Ja, ich denke mal, das ist gesagt nur. Wir haben hier ein Bier mit 4,9% Alkohol. Und ich darf einmal sagen, wir gingen rein. Vielleicht nochmal ganz kurz für die Kamera. Der klassische Kronkorken vom Breitslau gefällt mir gut, finde ich schön, hebe ich mir auf. Sammle ja bekanntlich. Ja, jetzt nehmen wir einen Schluck aus der Flasche. Wunderbar, gefällt mir gut. So, jetzt schauen wir uns die Farbe an und den Schaum. Aber das, was ich jetzt da schon sehe, das gefällt mir auf jeden Fall schon mal gut. So. Ja, diesmal haben wir, glaube ich, eine ganz gute Schaumkrone hingekriegt. Fester Schaum, relativ kleinporig, gefällt mir gut. Denke ich, wird auch nicht so schnell zusammenfallen. Hier haben wir eine schöne dunkelbraune Farbe, aber nur leicht durchsichtig. Das ist auch schön, so schön torfig und erdig, so muss das sein. Ja, ich darf einmal sagen, ich nehme jetzt nochmal einen Schluck aus dem Willibecher und dann sage ich was zum Geschmack. Ja, also da harmoniert auf jeden Fall das Herbe mit so einer süßlichen Note, kommt ja, recht erdig daher, also es ist ein Zusammenspiel von ganz, ganz vielen Geschmacksknospen. Das gefällt mir gut. Ja, gerade dieser Erdgeschmack, ich sage immer, ich vergleiche das immer mit so einem guten bayerischen Schwarzbrot, das kommt hier auf jeden Fall rüber. Also es ist was, du hast was im Mund. Das ist einfach schön, sowas zum Trinken. Muss jetzt gleich nochmal einen Schluck nehmen. Ja, also das passt auf jeden Fall zum Braun gut dazu. Ich finde sowas wirklich einmalig. Zu oft trinke ich es nicht, dass einfach was Besonderes bleibt. Aber das ist auf jeden Fall was, wo ich sage, Champions League. Also das ist wirklich was, muss ich sagen, selten so ein gutes, dunkles Bier drunter. Werde ich mir mit Sicherheit auch nur des Öfteren kaufen. Finde ich wirklich gut. So dieser ganze Zusammenspiel aus diesen Geschmacksknospen finde ich absolut einmalig. Ja, da kann Guinness zum Beispiel Eisticker, sage ich jetzt mal. Ja, ich werde auf jeden Fall diese Halbe genießen. Sag Prost und bis zum nächsten Mal.